Herzlich willkommen zu einem neuen Moveset-Video. In diesem Video behandeln wir das Aura-Pokémon Lucario. Mit einem Spezialangriffswert von 115 und einem Angriffswert von 110, gepaart mit einer Initiative von 90, ist Lucario offensiv gut dabei, jedoch lässt die Defensive mit 70 in jedem Wert echt zu wünschen übrig. Durch die Typenkombination Kampf und Stahl ist Lucario immun gegenüber Giftattacken. Resistent gegen Käfer, Gestein, Normal, Pflanze, Eis, Drache, Unlicht und Stahlattacken und weist eine Schwäche gegenüber Attacken vom Typ Feuer, Kampf und Boden auf. Lucario hat drei verschiedene Fähigkeiten zur Auswahl. Zum einen kann man sich für Felsenfest entscheiden. Hier erhöht sich die Initiative, wenn man zurückschrecken sollte. In die gegensätzliche Richtung geht Konzentrator, da hiermit verhindert wird, dass man überhaupt zurückschrecken kann. Die dritte Fähigkeit ist dann noch Redlichkeit, die ganz gut zu Lucario passt. Hier wird der Angriff um eine Stufe erhöht, wenn es von einer Unlichtattacke getroffen werden sollte. Beim Moveset kann man sich für die Fähigkeit Redlichkeit oder Konzentrator entscheiden. Da kommt es dann ganz aufs Team drauf an, welche von beiden man mitnimmt. Hat man ein Pokémon mit Prügler dabei, zum Beispiel Elfhuhn, das Redlichkeit sehr gut und schnell auslösen kann, nimmt man eben diese mit. In allen anderen Fällen ist Konzentrator eindeutig besser. Dieses Lucario ist froh und die IVs werden in Angriff und Initiative investiert. Als Item hat man die Auswahl zwischen dem Fokusgurt oder auch dem Nebenorb. Wie zuvor auch, wenn man Prügler benutzen will, um Lucario zu boosten, nimmt man auf jeden Fall nicht den Fokusgurt mit. Ansonsten kann man sich selbst aussuchen, welches von beiden man mitnehmen möchte. Die Standardattacken sind Sternenhieb und Nahkampf als starke Step-Angriffe. Dazu kommt noch Patronenhieb für den Erstschlag und das gewohnte Schutzschild. Man kann Variationen mit einer Vielzahl an Cover-Moves reinbringen, wie zum Beispiel Erdbeben, Steinhagel, Eishieb, Dunkelklaue oder auch Knirscher. Der Ableithieb ist auch eine gute Alternative zum Nahkampf, da man somit seine eigenen KP wiederherstellen kann. Als nächstes kommen wir wieder wie gewohnt zu den Countern und Checks. Hier kann man zum Beispiel Skelabra oder auch Durengard erwähnen, welche beide immun gegen Kampfattacken sind und mit Feuerattacken bzw. Sanctuklinge erheblichen Schaden anrichten. Ansonsten gibt es noch Rotom in der Hitzeform, das mit Irrlicht den Angriff senken kann und mit Hitzekoller guten Schaden anrichten wird. Sonst kann man auch noch über Gastrodon oder Gyarados nachdenken, die die Attacken gut wegstecken können und auch selber guten Schaden rausbringen können. Zudem besteht bei Gastrodon mit Siedewasser noch die Möglichkeit, Lucario weiterhin zu verbrennen. Als Partner-Pokémon kann man sich zum Beispiel auf Elfen mit Rückenwind und Prügler verlassen. Ansonsten bietet sich wieder mal ein Pokémon mit Spotlight an, wie zum Beispiel Togekiss, Servol oder auch ein Pipi, damit diese Lucario beschützen können. Zudem kann Togekiss auch ohne Probleme in Kampf und Boden und Attacken eingewechselt werden. So, das war's dann auch schon wieder mit Lucario. Ein eher kürzeres Video, da Lucario leider nicht so viele Möglichkeiten bietet wie andere Pokémon. Ich hoffe, ich konnte dir dennoch mit diesem Video weiterhelfen. Lass gerne ein Like oder einen Kommentar da, wenn dir das Video gefallen hat. Und auf der rechten Seite gelangst du zu weiteren Videos von mir. Bis dahin, ciao!